Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet, immer noch in Michigan, immer noch auf Hecht. Ja, immer noch derselbe Tag. Im Kescher haben wir jetzt 28 Fische, 47.000 gibt es dafür und jede Menge normale und auch einigermaßen gute Trophys. 2, 4, 6, 8, 9 Trophys. 1, 2, 3, 4. 4 über 9 Kilo. 1, 2 über 8 Kilo. 1 über 7 und 2 über, nee, einer über 6 und einer über 5. Ist nicht so schlecht, aber wie gesagt, könnte besser laufen. Noch nicht einen einzigartigen hier. Direkt das Bing nach dem Auswurf und der Biss. Das ging schnell. So ein kleiner. Manchmal hauen die Dreier rein wie große und manchmal lassen sie sich reinziehen wie ein, welche unter 2 Kilo. Ganz merkwürdig. Ja, bis 19 Uhr und dann spule ich eine Stunde vor, weil dann die Spitze der Beißkurve ist und nichts beißt, obwohl ich habe es hier eigentlich noch im The Fisherman, seitdem ich das neu spiele, nicht ausprobiert, ob es vielleicht so ist, dass hier die Beißkurve auf der Spitze noch okay ist und nicht wie bei Fishing Planet, wo auf der Spitze der Beißkurve fast gar nichts mehr beißt und wenn dann höchstens mal ein ganz kleiner. Wenn man den Kescher voll bekommt hier mit Hecht über den Tag, dann sind das so rund 60.000 ungefähr, die man zusammenfarmt hier. Kommt der Biss oder kommt er nicht? Ja, sieht nicht so aus. Die Flucht war wieder mit dem Bing zu Ende. Ja, die Abendstunden bei Sonne gefallen mir hier überhaupt nicht. Da sollte man auf andere Fische gehen dann hier. Tiger, Hecht, Clear Muskie, Muskie, Wels eventuell noch. Zander ist bei Sonne nicht so doll. Immerhin mal wieder ein 8,5er. Reißen jetzt doch noch wieder ein paar Trophys hier. Wäre ja nice.
Bin ganz froh, dass hier noch kein Maski gebissen hat. Bisher auf dem Spot hier. Weil wenn ich mit Spinning hier an diesem Spot angel, habe ich das immer wieder mal, dass auch ein Maski dran beißt. Irgendwie. Aber hier auf die große L-Ritze und mit Matchrute, Gott sei Dank noch nicht. Weil das würde richtig Zeit kosten, den rauszuziehen. So ein Maski mit 20 Kilo an einer 9 Kilo Bremskraftrolle. Das wäre mega Kampf. So, jetzt ist wieder zappenduster hier, oder was? Aha. Na? Ein Sechser nochmal, auch okay. Dass hier bei Sonne nicht ein einzigartiger beißt, weder in den Morgen. Oh gut, ich habe eine Stunde verschenkt. Die Stunde zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Vielleicht beißen sie da, die einzigartigen. Und ich habe genau die Stunde überspult. Das ist natürlich dann fatal. Genau wie eine Lobotomie. Die ist auch fatal. Ja, so langsam kommt der Nebel wieder auf. Wie in den Morgenstunden. Und da haben die ja richtig gut gebissen. Ne? Die ganze Zeit, wo Nebel war, war ein Neuner nach dem anderen. Da kommt kein Biss, glaube ich. Da war Stillstand. In dem Moment, wo das Ping kam, keine Flucht und trotzdem kommt der Biss. Aha. Ist ja doch ein bisschen anders als bei Fishing Planet. Wieder ein Neuner. Mit dem Nebel kommen die Neuner. Jetzt geht's aber rund hier. Und, oh, ein Dreier.
Bei Nebel gibt es ja wieder ein Bing nach dem anderen Bing. Und ein Biss nach dem anderen Biss. Wenn er denn jetzt beißt. Ne? Ne, sieht nicht so aus. Das war mal wieder ein Bing ohne Biss. Ja, wo ist der Köder hin? Jetzt sehe ich die Pose gar nicht mehr wandern. Ja, wo ganz weit nach links verschwunden. Wo ist denn die Schnur? Ich sehe die Schnur gar nicht, da ist sie. Ah ja, ist ganz schön weit links. Wo kommt diesmal der Biss? Ja, er kommt. Also jetzt sind wieder die kleineren dran. Es geht auf die Spitze der Beißkurve zu. So, 19 Uhr. Ich warte noch mal ab, ob da noch ein Biss kommt und ob es ein kleiner oder großer ist. Wenn es ein großer ist, werde ich die Stunde noch weiter angeln. Und wenn es ein kleiner ist, dann werde ich auf 20 Uhr vorspulen und nur die letzte Ingame-Stunde noch angeln. Ganz kleine. Also ja, die Spitze der Beißkurve beißen dann auch nur kleine. Okay. Also nee, ich werde ich so machen. Ja, wo ist denn jetzt meine Maus? Hä? Sobald ich Shift-Taste drück, ist die Maus da und wenn ich die Shift-Taste loslasse, ist die Maus weg. Das habe ich auch noch nicht gehabt. So, jetzt sind wir bei, oh, wir sind jetzt schon bei 61.000. Bei 181 Kilo, also 9 Kilo noch. Also auf 63, 64.000 kann man kommen.
Oh, die Maus spinnt aber auch total, ey. So, jetzt sind wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 9er, 3, 8er. Okay, liebe Leute, das war's dann für das Video. Weiter geht's dann im nächsten.